Was haben Rocky Balboa und du, lieber Igor, gemeinsam? Ihr seid beide Publikumslieblinge. Aber das war's auch schon. Rocky war zumindest ein guter Boxer. Du, lieber Igor, bist aber kein Wrestler. Aber keine Sorge, für unseren Event vom Power Slam am 21.09.2019 in der Kulturhalle in Reisenberg habe ich für dich einen Romanmeister gefunden. Nämlich Pascal Spalter, der Held der Hauptstadt. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind nun beim ersten Match des Abends. Der Held der Hauptstadt, Pascal Spalter. Er trifft heute auf niemand anderen als den Lokalmatador zur Rachimov. Man kann schon sehr gut erkennen in den ersten Sekunden dieses Entrances von Pascal Spalter, dass er hier einfach nicht gut ankommt. Das ist genau das Gegenteil. Er kommt wirklich schlecht an, aber kein Wunder. Er sagt auch immer wieder, er ist etwas Besseres und das österreichische Publikum vor allem hat ihn nicht verdient. Die Fans hier in Reisenberg lassen das auch wissen. Er bekommt nicht wirklich viel Zustimmung hier in Reisenberg. Schafft er sich. Leider schnappt sich nichts mit dem Mikrofon. Liebe Fans, bekannt aus dem Fernsehen. Berlin Tag und Nacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Vor Blocks. Diverse Kinofilme in Deutschland und Europa. Der einzig echte Wrestling-Star, Pascal Spalter. Ja, das war klar, dass er nochmal auf seine ganze Film... Pascal Spalter, nicht scheiße. Er kann es einfach nicht lassen. Er möchte immer wieder seine Filmkarriere, seine Serienkarriere hier zeigen, präsentieren. Jeder muss es sagen und er will her, dass die Fans Spalter, Spalter rufen, aber das tun sie nicht. Wir kommen zum Gegner. Wir kommen zum Publikumsliebling Igor Rachimov. Da ist er auch schon. Er ist immer gut drauf, hat auch hier eine kleine Konfetti-Kanone mit. Und er kommt sehr gut an beim Publikum. Igor, schreien immer die Leute. Legt er sich gleich mal an. Mit Fredini. Den Powerslam-Präsidenten, der hier für Reisenberg alles geplant hat und es ist unglaublich. Ja, die Fans halten Plakate mit Igor hoch. Die Fans rufen Igor, sie lieben ihn einfach. Igor kaputt, wie man hier lesen kann. Lassen wir ihn mal zum Ring kommen und genießen wir mal die Stimmung. Aus Baku, Aserbaidschan, Monaco, Reisenberg, Österreich, Igor Rachimov!
Ob in der Schütze im Video hört, hat sie mir nicht das Techno möglich. So, ich habe mir jetzt etwas Zeit gelassen, damit wir alle den Einzug und den Start dieses Kampfes genießen können. Jetzt läutet die Glocke und Igor genießt die Atmosphäre hier in der Kulturhalle in Reisenberg, während Pascal Spalter genau das Gegenteil tut. Es wird ihn sichtlich nerven. Ja, da sieht man gleich die Bestätigung meiner Worte. Das Publikum kann ihn hier überhaupt nicht sehen, während Igor immer wieder gejubelt wird. Und nochmal, und das kann er gar nicht leiden, der Kinostar, der TV-Star, der Held der Hauptstar, Pascal Spalter, und Tito sagt, ich kann nichts dafür, ich tue doch gar nichts. Aber jetzt sollte es langsam losgehen. Ich glaube, Pascal Spalter nimmt Igor nicht wirklich ernst. Er lächelt ihm hier ins Gesicht und sagt, komm, schüttel mir die Hand. Igor, ja, jetzt wollte ich schon sagen, er geht drauf ein. Macht aber noch nicht. Und wieder ein Versuch von Pascal Spalter. Diesmal hat er Adam verpasst. Wollte ihm eine Ohrfeige geben, die hat nicht gesessen, dafür sitzt die hier. Und der Side Headlock. Ja, jetzt zeigt Pascal Spalter, warum er schon viele Jahre einer der gefragtesten deutschen Wrestler international ist. Rainer Ringer heute in diesem Kampf, der Ringrichter, auch einer der erfahrensten im deutschsprachigen Raum. Und Igor kämpft. Kommt hier nicht wirklich raus. Ellbogenschläge, die aber auch nicht wirklich sitzen. Aber jetzt schießt er ihm ins Seil. Und mit dieser Wucht streckt er Igor mit einer Lockerheit nieder. Es läuft ein Seil hier. Hip-Toss-Versuch, aber auch den kontert er und wirft auch hier mit einer Leichtigkeit Igor zu Boden. Eine knallharte Clothesline folgt hier. Und schon wieder die Bestätigung vom Publikum haben. Die bekommt er auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie er sich das vorstellt. Igor ist sichtlich getroffen, hängt hier im Seil. Und Pascal kommt mit einem Job ins Leere. Jetzt Igor mit einem Job gegen Spalter, aber der sagt nein, sicher nicht und stoßt ihm hier weit weg. Einsteiger! Und da hängt Pascal Spalter im Seil. Und schön eingesprungen von Igor, jetzt wird er es nochmal versuchen, deutet er an, nimmt Anlauf und wieder springt er allerdings. Ah, das ist für einen Mann eine sehr schmerzhafte Stelle. Und Pascal sagt natürlich, ich habe Köpfchen. Zweites Mal geht das natürlich nicht. Clothesline versucht, nein. Da zog Igor das Seil runter, aber Pascal hat es gemerkt. Double Axel Blow auf die Schulter jetzt. Gibt's Outside-Action hier. Und das Ganze direkt vor Mirza Jahic und seiner Frau. Ein international bekannter FIFA-Zocker, E-Sportler. Also er ist da sehr erfolgreich. Und auch er ist ein Anhänger von Powerslam. Mir gefällt diese Action sehr gut. Allerdings, was mir nicht gut gefällt, ist,
dieser Tritt aufs mittlere Seil von Pascal Spalter. Und das geht natürlich wieder für eine sehr empfindliche Stelle von Igor. Springt dann hier auf den Rücken. Ist natürlich auch die Wirbelsäule. Ja, jetzt braucht Igor Hilfe, jetzt braucht er die Unterstützung vom Publikum, was er natürlich auch bekommt. Aber reicht das? Das ist die Frage. Reicht das? Einsatz und auch Treffer eines harten Jobs wieder auf der Brust. Und da lässt er sich wieder etwas zu lange feiern, wollte ich gerade sagen. Schon stürmt Igor auf ihn zu. Und ein zweites Mal, er springt ihn wieder an. Schwitzkasten zum zweiten Mal. Und wieder geht Pascal Spalter nach hinten. Auch diesmal weicht Igor aus, eine Close Line. Und jetzt geht's vielleicht in diese Richtung los. Anlauf, wieder eine Close Line. Dritter Versuch. Und die dritte. Und jetzt muss man schon sagen, Pascal wirkt hier etwas getroffen. Vierte Close Line. Ja, jetzt sieht's wieder ganz anders aus. Fünfte Close Line. Und Pascal Spalter versucht Igor hier zu greifen, in den Clinch zu gehen, wie die Boxer, um doch etwas Luft zu bekommen. Jetzt hält er fest. Aber Igor lässt sich da gar nicht aufhalten. Er will immer wieder weg, immer wieder Anlauf nehmen, immer wieder die nächste Klauslein reinlaufen. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt schon ist. Die siebte. Wow! Was für ein hammerharter Klauslein. Und ein Big Splash. War's das? Wahnsinn, was er hier jetzt aufschlägt auf Igor. Also jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Und das sieht man und das spürt Igor auch. Und ich denke, das Publikum spürt es auch. Hier dritte. Jetzt wirkt da Igor mit dem unteren Seil. Das Publikum ist hier alles andere als begeistert. Das ist natürlich die unfaire Gangart. Und jetzt nimmt er ihn hier auch. Ah, wieder ein Hammer, harter Job, mitten auf die Brust. Jetzt betoniert er hier regelrecht den Rücken von Igor, welcher nur noch am Boden liegt. Eins, zwei. Ja, dieser Pin war doch etwas zu locker. Die Schulterung sollte man doch mit dem ganzen Körper probieren. So bleibt auch kein Igor drei Sekunden liegen. Das ist schon etwas stärker, allerdings nimmt er es noch immer zu locker mit seinen über 130 Kilogramm. Sollte er dieses Gewicht nutzen und sich mit dem gesamten Körpergewicht auf Igor legen. Ein harter Headbutt auf die Stirn von Igor. Und wieder Whip-In. Was kommt jetzt? Ein Back-Body-Drop hätte das wahrscheinlich werden sollen. Sunset-Flip von Igor. Aber nein, doch. Jetzt warten wir ab. Nein, wieder eine Ohrfeige von Pascal Spalter. Da wirkt er jetzt Igor, also er hat schon verdammt viele Tricks drauf. Aber mit Rainer Ringer haben wir einen verdammt erfahrenen Ringrichter, der darauf nicht reinfällt. Pin 1, 2 und wieder kickt Igor Rachimov aus, der hier mit den letzten Nerven kämpft. Hier ist auch Tom Creasy im Publikum zu sehen, der ehemalige Wrestler aus Wien. Aber wir gehen zurück in die Ring-Action. Pascal Spalter. Jetzt verpönt er ihn da. Wird ihm das zum Verhängnis werden, dass er hier zu locker mit Igor Rachimov umgeht. Snapmare-Ansatz. Ja, den macht er auch. Oh, und jetzt sein Trademark-Move. Er sitzt auf Igors Rücken, Nacken. Belastet hiermit seine Wirbelsäule mit seinem ganzen Gewicht. Das sind wie gesagt über 130 Kilogramm und das Publikum ist gar nicht auf seiner Seite. Beschimpft ihn hier. Auch Michael Kovac hier im Publikum mit Slammerella gesehen. Er will, dass sie Spalter schreien. Aber das machen sie nicht. Jetzt nimmt der Anlauf, was kommt? Eine hammerharte Klose in den Nacken, der Pin, 1, 2.
Ah, das war schon fast ein Three-Count. Es wird knapper für Igor, es wird enger. Und jetzt hat er doch schon einige Zeit nichts mehr gezeigt. Wir machen einen kleinen Sprung und sehen, dass Igor zurückkommt. Eins, zwei, diese Klemmsteinerboden. Aber Pascal Spalter, was der für eine Kraft hat und Igor hier nach oben schießt. Es ist unglaublich. Jetzt will aber Igor seine Kräfte sammeln und sagt, kommt, unterstützt mich, wir schaffen das, wir können diesen Bären aus Deutschland besiegen. Ah, er versucht hier diese über 130 Kilogramm hoch zu stemmen, schafft er aber leider nicht. Und nachdem es einen harten Schlag auf die Brust gibt, gibt es eine Ohrfeige. In die Ecke gestoßen und ein Hammer, das Splash. Also wenn es das nicht war. Ansatz zum Power Slam, das wird das Finish sein. Nein, Igor kann ihn hier in die Ecke stoßen, kam runter mit letzter Kraft. Und wieder geht's mit seinem Schulterblock daneben. Das ist natürlich eine ungünstige Position, denn Pascal Spalter hat einen Superplex drauf in seinem Repertoire, wo er genau aus dieser Position, na, und er setzt ihn auch schon an. Das macht er immer, wenn der Gegner dort steht, und lange fliegt er hier, bis er auf den Boden kracht. War's das? Eins, zwei, drei, nein, zwei. Er kickt doch noch raus. Unglaublich, da fliegst du schon einige Sekunden. Und Pascal Spalter kann es gar nicht glauben. Es ist nur ein Two-Count. Er fasst es nicht und das Publikum kann es auch nicht fassen. Igor ist hier. Ein Roller. Eins, zwei, drei. Das war's. Igor Rachimov hat wirklich die Hühner aus Deutschland besiegt. Pascal Spalter, der Kino ist geschlagen. Ich kann es einfach nicht glauben. Reisenberg steht Kopf, ist für die Brüder, lassen wir Igor Rachimov und seine Fans und Arme.